herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Das ist noch das vom letzten Part der Counter. Und wir gehen direkt mal in die nächste Welt rein. Im letzten Part haben wir die ganze Stern-Yoshi-Galaxie gemacht. Da haben wir auch alles gefunden. Und hier haben wir auch alles. Dann gehen wir jetzt auf dieses Feld. Dieses komische, leuchtende Feld. Und wir kommen auf dem Weg zur nächsten Galaxie an einem Luma vorbei. Und zwar... 300 Sterne haben wir, also an Bord nehmen. Oh, ein Gummiluma. Oh, ein Gummiluma ist an Bord. Du solltest ihn besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt. Dann füttern wir mal. La 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 la. Hey du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? La 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 la. Ich habe so einen Hunger auf Sternteile. Gib mir 300 und dann verwandle ich mich. Ich trinke nur kurz was. Nein, das kann ich nicht während der Aufnahmepause machen. Also eigentlich schon, aber... Ich versuche das jetzt vielleicht zu strecken. Was total widerspricht, weil ich im letzten Part gesagt habe, dass ich versuche hier, sagen, durchzurushen. Aber egal. Oh, wunderbar. Ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal. Verwandlung! Okay. Ah, jo. Da kommen wir zu einer weiteren neu erstellten ultra-mega-tollen Galaxy of Doom. Okay. Gehen wir hin. Bin ich für. So. Nach unten. Schüttelklapp-Galaxie. Okay, da gibt's auch eine Prinzessin. Interesting. 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 Okay. Gut geschüttelt klappt das Scharnier. Gut geschüttelt, schlecht gerührt. So. Okay. Sieht nicht so schwer aus, ist aber wahrscheinlich so schwer, dass ich die ganze Zeit verkacken werde. Ich hoffe nicht, aber wird es wahrscheinlich sein. Im Hintergrund sieht man das Universum. Gut, dass sie sowas hingepackt haben. Die schönen Hasen sollen auch hier. Diesen Kristall. Wenn ich zerstört. Oh, da drehen sich ja die Platten um. A Double Kill. Okay. Laser. Nee, dem freue ich nicht. Okay. Ab zur Fahne. Oh. Okay. Man muss sich schon ein bisschen konzentrieren, damit man keine Scheiße baut. Okay. Okay, man sollte die möglichst viele Kettenhunde runterlocken. Damit die runterfallen und nicht so viele hier den Weg zu machen. Steht hier. Okay. Okay. Ich mach's gerne so, dass ich immer wirklich direkt umdrehe, falls was ist. Warum packen die... Ich glaube, langsam hat man es gecheckt, oder? Warum packen die immer wieder neue hin? Aber ich glaube, das Problem an diesem Level hier ist, dass kein Checkpoint so nah ist. Und jetzt... Oh. Nein, nein. Hier nicht schütteln. Hier auch nicht schütteln. So. Okay, das war relativ knapp. Okay, was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt so machen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Oh, der Stern. Okay. Wie lange war die Galaxie jetzt doch nicht? Habe ich mit einem anderen verwechselt? Okay. Gut. Wir haben jetzt auch schon fast... Na ja, 4 Minuten haben wir schon. Okay. Aber vielleicht schaffen wir noch 2. Unwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also eine schaffen wir auf jeden Fall natürlich noch. Aber... Nein, Kometenmünze halten. Sternteile halten. Münze halten. Yay! Okay, ist hier irgendwas? Ja. Du hast einen Sternhasen mitgebracht? Wie schön! Hast du hier etwas Süßeres gesehen? Ich habe doch mit dem gesprochen. Siehst du? Ich auch nicht. Es gibt eben im ganzen Universum nichts Knuddeliges, ganz sicher.
Ich kann mich auch irren, aber es sieht fast so aus, als hätte dieses kleine Ding etwas auf dem Herzen. Spiel wurde gespeichert. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Hui. Wenn wir mal hier sind. Ach Mann. Scheißwaffe. Und je nachdem, er sich dreht, nochmal so, wisst ihr? Egal, weiß ich nicht, mache ich auch nicht. Okay. Leute, dann sammeln wir jetzt erstmal hier die Sternenteile auf. Sternteile! Und dann in die nächste Galaxie, und zwar in die Wirbelbohrer-Galaxie. Immer die besten Namen. Wirbelbohrer-Galaxie. Stelz-Butlers Steinplanet. Stelz-Butler. Perfekter Name, finde ich. So würde ich mein Kind auch nennen. Ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Okay. Ah! Wow, das wäre perfekt. Genau dagegen gerade. Wow! Du hast einen Wirbelbohrer erhalten! Schüttle die Wii-Fernbedienung, um dich in die Erde zu bohren! Yay! Party! Party! Okay. Dann wollen wir mal versuchen, uns zum Richtigen durchzubohren. Ja, erstmal ein Leben. Okay. Hier nicht. Müsste ich auf der anderen Seite ungefähr hier sein. Korrekt. Ich habe mich ganz schön erschrocken, als du einfach so aus dem Boden aufgetaucht bist. Dort vorne sind noch mehr Luma. Beeil dich und finde sie. Reite deine Arme aus. Ich habe gerade meine Arme ausgebeutet, aber nur aus Joke. Hey. Dann wollen wir uns mal runterbuddeln. Brumm, brumm, brumm. Dann wollen wir uns mal runterbuddeln. Brumm, brumm, brumm. Dann wollen wir mal die Kometenmünze einsammeln. Brumm, brumm, brumm. Was? Okay. Und wieder runterbuddeln. Und... warte. Ich hab ja nur die Kometenmünze, oder? Ich hab das Gefühl, ja. Was ist denn, wenn ich mich hier runterbuddel? Okay. Was ist denn, wenn ich mich hier runterbuddel? Okay, und was ist, wenn ich mich jetzt hier runterbuddel? Yay! Huch, wo bist du denn bloß hergekommen? Noch mehr Nummer voraus! Hui! Check on. Oh, ich hätte auch drauf können. Da. Okay, hätte ich nicht. Daneben. Darum gibt's nichts, ist gut. Wow! War nicht beabsichtigt. Au! Hm. Okay, dann geht's wohl da noch weiter. Ach, da gibt's nichts. Ah, voll kompliziert! Augenblick, woher kommst du denn jetzt? Ich wollte dich nicht lange warten lassen. Ah, ja, ja. Und da zeigst du mir noch nicht mal, wo es lang geht. Und ich wollte dich nicht so lange warten lassen. Ja, ja. Aber erst mal 3 Stunden schminken und so. Die lügen, die Lumas. Es geht gar nicht sowas. Ah, Münzen. Münzen und Sternteile brauchen wir. Wir brauchen zwar nicht immer so viele Sternteile, aber am Ende, ich sag mal so viel, wir brauchen 9999 Sternteile, um die letzte Mission betreten zu können. Da freue ich mich schon drauf, die ganzen Sternteile sammeln zu dürfen. Hui! Okay. Huch! Mario, wo bist du wirklich? Na, okay. Ich sage bitte in der Suchtraumspiel, hoch erfreut dich hier zu treffen. Ich habe das Petraumschiff hier für dich einen kurzen Zwischentopp hingelegt. Blabla. Unsere Erkundungen haben ergeben, dass ich gar nicht zu weit von hier etwas Riesiges auf Stelzen bin.
Das müssen wir unbedingt genauer untersuchen. Oh, da sehe ich schon. Wie viele? Fuck, habe ich so wenig gesammelt. Schön bis zum nächsten Mal. Blablabla. Okay. Aber ja, aber 3 Kraft. Ach, der war gar nicht so schwer. Gut, zwar ein, zwei Mal verkacken, aber so schwer war er nicht. Ich bin etwas verschnauft. Ah. Dong. Hä? Yay! Nochmal getroffen. Okay. Nein! Das war unfair, ich konnte mich nicht bewegen. Wow. Ich muss mal voll viel untersuchen, dass sich etwas Riesiges auf Stelzen bewegt. Wow. Krass. Ah! Schafft. Ich hätte gedacht, ich am Fuß abpralle. Ich finde, man sollte irgendwie noch die Dingens im Hintergrund sehen. Wie das jetzt herunterfliegt oder so. Okay, und. Tada! Keine Ahnung, wie lang die zweite Mission ist. Wenn jetzt noch was erzählt wird, dann. Mache ich Schluss? Ja, ich glaube, es wird noch was erzählt. Keine Ahnung warum, aber ja. Yep, tada! Noch eine Kometenmütze, yay! Nochmal Münzen, yay! Okay. Wir haben 2 weitere Galaxien, die wir bald fliegen können. Aber jetzt wird hier erstmal irgendwas erzählt. Tada. Sieh mal einer an! Einer meiner kleinen Freunde ist wieder da. Hat ihn schon vermisst. Das ist aber was. Ist der wirklich mit dem Bildraumschiff zurückgekehrt? So ein kluges Kärtchen. Diese kleinen Frohnaturen sind doch Freunde von dir, oder? Wenn immer du zu dem Bildraumschiff willst, dieser Warpsockel bringt dich direkt dorthin. Kommen wir doch direkt mal da vorbei. Das Spiel wurde gespeichert. Stimmt, warum gab es damals diese Option, wie zu speichern und nicht? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wer will denn nicht speichern? Obwohl es für Aufnahmen eigentlich manchmal besser wäre, wenn es nicht so ist, weil sind die ganzen Aufnahmen weg und zum Glück hast du nicht gespeichert, dann kannst du nochmal zurücksetzen. Ja, was ich meine? Ja, deine. Nein. Sagt der. Die anderen Tods erwarten dich beim Raumschiff. Wir haben dort auch einen One-Up-Pilz für dich. Ja. Hallo, ich bin Mario. Wie komme ich um jetzt auch zu schlachten? Und du freust dich drüber. Okay. Die Luma haben mit uns ein Raumschiff gebaut, das wie ein Pilz aussieht. Dank ihrer Hilfe haben wir es sicher hierher geschafft. One-Up. Sie haben wohl versucht, dieses Raumschiff wie Mario aussehen zu lassen. Aber wenn du mich fragst, ist eher Luigi ähnlich. Ich frage mich, was Luigi wohl gerade macht, ob er doch immer noch im Pilzkönigreich ist. What up? Soweit ich weiß, hat hier ein lila Luma namens Luma das Sagen. Sie mag manchmal ein wenig schroff wirken, aber die gesamte Crew hat Respekt vor ihr. Das ist ein R. Ich sage, das ist ein R, weil. Ernst jetzt. Als dieser Unhalt uns angegriffen hat, bin ich von der Schlossmauer heruntergefallen. Die Luma haben uns gesammelt und damit begonnen, dieses Schiff zu bauen, um den Weg zurückzufinden. Nun, mittlerweile reisen diese kleinen Freunde mit uns und helfen bei der Suche nach den Powerstern. Was sagst du? Mario, der Suchtrupp ist bereit. Wir werden die Powersterne finden und Prinzessin Peach befreien. Was war das? Alles gut, alles unter Kontrolle. Dieser Einsatz wird ein Kinderspiel für den Toad-Suchtrupp. Hast du schon gehört? Weil ich weiß, hat hier einen Dealer. Ja, habe ich schon gehört. Gut.
dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir eine positive Wertung da. Wenn nicht ein negativ, sagt dann aber bitte warum, damit es auch verbessern kann und so. Und tschüss.